Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich, wenn das Halloween-Event jetzt auch demnächst vorbei ist, denn ich fand es gut, um mal ein Fazit zu ziehen. Ich fand das Halloween-Event in Vigor echt gelungen. Es hat Spaß gemacht und die Nachtmaps mit diesem zusätzlichen düsteren Filter, das hat eine Abwechslung reingebracht. Aber was mich auf jeden Fall am meisten stört, sind diese ganzen Grusel-Sounds. Die fand ich auch gut und für Halloween passend, aber es darf jetzt gerne wieder so sein, wie es sein sollte, nämlich ohne Halloween. Denn Halloween ist vorbei. Also Fazit, Halloween hat richtig Spaß gemacht, war ein cooles Event. Und jetzt darf aber gerne auch Update 10 kommen und der nächste Battle Pass starten. Und es darf vor allen Dingen wieder Maps geben, die am Tag auch stattfinden. Dieser permanente Nachtfilter und dann nur die ganze Zeit Nachtmaps, das hat zwar zu Halloween gepasst, aber Halloween ist vorbei. Zum Abschluss, noch nicht ganz vorbei, zum Abschluss gibt es tatsächlich nochmal einen kleinen Sale. Es gab ja zwei Skins bei diesem Halloween-Event. Einmal den an Freddy Krueger angelehnten Pullover, den habe ich mir ganz am Anfang des Events gekauft. Und dann gab es auch noch diese Lederjacke, diesen Goldskin, der sehr teuer war. Aber jetzt gab es ihn tatsächlich zum Abschluss vom Halloween-Event nochmal in einem -60% Sale im Vigor-Shop. Und da habe ich zugeschlagen und habe mir den Skin auch noch geholt. Also, rundum gelungenes Event eigentlich. Heute nochmal eine Runde mit diesem eben zweiten Halloween-Skin mit der Lederjacke. Für euch nochmal ein Let's Play jetzt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin euch alles Gute. Euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go. Okay, hier wäre ich gern gespawnt, aber naja, ich bin nicht im Fischerdorf, ich bin hier oben und hier oben heißt, ich könnte mir überlegen, dass ich jetzt hier zur Kampfstation gehe, denn da wird bestimmt auch gleich jemand auftauchen. Oh, ein Mörser. Okay. Ach, ich denke, es wird schon gleich jemand hier auftauchen. Jemand ist im Fischerdorf, okay. Okay, wo ist das denn? Das weiß ich echt nicht. Ganz neuer Schatzpunkt. Da war ich noch nie. Wo auch immer das ist. Ich habe ein bisschen Dreck auf dem Monitor. Muss ich mal gerade wegwischen. Wir können auch telefonieren. Da ist noch Loot. Hier landet der Airdrop direkt neben dem Behälter. Schon ping? Nein.
Okay, schauen wir uns einfach mal die Situation da an. Ja, hier ist es ja nicht, oder? Genau, ich habe ja auch noch das Foto, ganz vergessen. Also es ist entlang der... Es ist entlang der Stromleitung und die sind doch... Ich war doch gerade da hinten bei... Da verlaufen die doch. Ich war doch gerade beim Umspannwerk. Dann sollten wir da vielleicht auch nochmal hingehen. Funktioniert die Kompstation wieder? Ja, dann machen wir auch noch schnell Tarnfeld drauf. Und jetzt nochmal wegen dem Schatz gucken. Das muss doch das sein, hier runter. Oh, schön. Chemikalien, sehr gut. Ja, okay. Also. Eine große, weite Wiese. So ein Korridor von Bäumen. Entlang der Strommasten. Der hier ist ja zerstört. Wo sind denn die anderen dann? Wo fängt das denn da? Bis da gehen die Stromleitungen. Auf dem Bild sind keine zu sehen, aber da müsste das ja bedeuten, das wäre genau, ja okay, das wäre dann genau hier. Bei der einen Tanne schräg gegenüber von dem hier. Oder was? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die Perspektive noch ein bisschen besser treffe. Man sieht hier auch noch den Fuß von dem hier. Ja, dann müsste das ja genau hier sein. Hier an dieser Tanne. Ja. Wow, wir haben den Schatz gefunden. Geil. Macht immer wieder Spaß, Schatzsuche. Foto kann raus. Das kann raus und das kann raus und der Rest kann rein. Gott. Okay. Irgendjemand chillt hart im Fischerdorf. Jetzt können wir nochmal... Kommen wir da nochmal vorbei an der Kompstation? Ist die nochmal aktiv? Schaffen wir es nochmal? Dann würde ich sagen... Voll aufs Dach springen, wieso klappt das nicht? Ja, war nicht gut, kein guter Anlauf. Aufrüsten noch. Okay. Boah, ich habe gar keinen Platz mehr. Okay, warte mal, dann machen wir Fallschaden noch mal kurz. Störturm, der war ja hier irgendwo, glaube ich. Oder? Ich glaube, ja. Den ganzen Dünger nehmen wir aber auch noch mit. So. Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem von dem Detektor und... Hier irgendwo steht der Container. Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Wir müssen aber kurz raus aus dem Radius vom Störturm. Sind wir jetzt auch gleich. Er schmilzt wie ein Eis. Jetzt müsste es gleich... Ich kann noch ein paar Schritte weitergehen, dann müsste ich raus sein.
Yep. Gut. Okay, hier ist. Der Container und gleichzeitig auch jetzt der Abwurf. Wo ist der nächste? Beim Tresor ist jemand, okay. Ah, okay, jemand öffnet den Tresor. Okay, der wird mir nicht gefährlich, weil er gerade mit dem Tresor zu tun hat. Der plündert jetzt den Tresor. Container ist noch zu. Ich fasse es nicht, okay. Container ist noch zu. Let's go. Hey, wieso trifft das mich? Okay, jetzt schnell sein. Brauchen auf jeden Fall den Detektor. Okay, der Rest. Das muss raus für den Abwurf. Der hier liegt. Okay, immer noch der Typ beim Tresor. Der haut aber ab. Okay, wir schnappen uns den Abwurf. Und zwar nur den Abwurf. Ja gut, und das auch noch. Keiner weiß, dass ich ihn habe. Smart. Ich bin super langsam. Uff. Okay, rein in die Höhle. Oha, hier liegt noch ein Abwurf. Das ist nicht wahr, oder? Ich könnte noch eintragen, aber nein. Wow. Das wäre auch zu schön. Ausgang wäre jetzt aber schon der hier oben. Würde ich sagen. Strahlung kommt auch von da gleich. Wir sollten uns dahin schleichen. Keiner weiß, dass ich den Abwurf habe. Aber für jemanden, der jetzt da hingeht und sich den noch holen will, weil er denkt, dass der noch da drin liegt, in der Höhle wartet direkt der nächste Airdrop. Insofern, es wäre sogar noch einer da für jemanden. Oh, wir laufen in die komplett andere Richtung. Okay. So sei es, oder? Nee. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich muss hier raus. Nehmen wir Antibiotika, um noch ein bisschen uns hochzuheilen. Hier ist auch noch Loot. Wir packen alles schön ein. Das nicht. Am Rand der Felsen schön zum Exit. Nochmal am Airdrop vorbei. Irgendwie auch ein bisschen stumpf die Aktion jetzt, aber was soll's. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir jetzt lebend rauskommen. Koffein rein. Und laufen. Schön Richtung Ausgang. Ganz entspannt. Wir haben keine Eile, keine Hektik.
Guck mal, jemand war jetzt am Airdrop. Er ist jetzt geplündert, er ist nicht mehr auf der Karte. Der muss enttäuscht gewesen sein, als er gemerkt hat, ups, der Abwurf ist gar nicht mehr drin. Wenn er in die Höhle geht, dann könnte er ja Glück haben. Okay, wir haben es geschafft. Jawohl. Sehr gut. Schatz und Airdrop. Und Container. Nur den Tresor. Den hat sich noch jemand anders geholt. Und den Airdrop, den öffnen wir natürlich direkt jetzt. Das Loot kommt noch oben drauf. Sehr gut. Gute, erfolgreiche und lootreiche Runde war das.